Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Wir werden uns jetzt wieder mal in das Kaninchengebiet begeben. Und was sehen meine Äuglein hier? Ein richtiges Durcheinander. Erst vor kurzem sauber gemacht, aber die wühlen und wühlen und wühlen. Da kommt man gar nicht mehr hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das lässt natürlich die Hoffnung zu, dass die eventuell schwanger sind, die kleinen Kaninchen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, was letztendlich dort an einem Ergebnis herumkommt. Stichtag blende ich jetzt einmal ein. Von daher ist gar nicht mehr so lang hin. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Ich hoffe, ihr auch ein Stück weit. So, wie schaut's aus hier? Alles voll gemüllt. Ich habe das hier heute nicht sauber gemacht. Ich habe heute nur die oberen Bereiche gereinigt. Na, die ist heute noch nicht ganz so glücklich. So scheint es zumindest. Ja. Ein kleiner Annäherungsversuch. Nun gut, nun gut. Also die Fortschritte sind minimal, aber sie sind vorhanden und das ist schon mal relativ positiv zu bewerten, würde ich jetzt mal so mutig sein und es behaupten. Wie sieht es hier aus? Auch noch nicht so viel passiert. Das ganze Wasser ist hier auch ganz schön eingefroren. Ich zucke mal so ein bisschen zurück. Also die ist ein bisschen netter zu mir als die da oben. Zack, jetzt hat das hier so ein bisschen Schmutzpartikel an der Nase. Sie grunzt auch schon ganz anders, das ist jetzt so ein etwas höherer Ton als da drüben. Die obere, die grunzt so ein bisschen zum Beängstigen, sage ich mal, in Anführungszeichen. Und sie doch eher positiver. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gefüttert wird heute wieder heute Nacht. Aktuell fütter ich sie meistens in den späten Stunden. Hier haben wir Nummer 1, der Kollege. Wie sieht das Wasser aus? Alles mega eingefroren. Also aktuell mache ich das so, das kann ich auch heute Abend mal aufnehmen. Ich gieße ein bisschen heißes Wasser hier rein, immer so auf eine Stelle. Und das heiße Wasser frisst sich eigentlich durch das Ei. Das heiße Wasser frisst sich durch das Eis. Und dann nehme ich einen harten Gegenstand, ne, nicht zu doll, und klopfe das Eis so ein bisschen kaputt. Hol das raus und gieße dann noch ein bisschen heißes Wasser hinterher. Und dann geht das auch, ne? So, die weiße Hesin, sei gegrüßt. Sie ist nicht ganz so glücklich über mich, aber war sie noch nie. Hier auch alles komplett eingefroren. Nun gut. Sie gräbt hier wieder fleißig, sage ich mal. Zack, einmal schließen. So, Nummer 3, sei gegrüßt, mein Lieber. Komm ran hier, mein Guter. So, wie sieht's aus hier? Alles relativ positiv. Der Gute hier. Zack. Ei. Ei, Kaninchen, Ei. Sehr schön, mein Lieber, sehr schön. So, dann gehen wir einmal nach oben hier. Da haben wir die Bodentruppe. In letzter Zeit benutze ich hier diese Verschlusstechnik auch gar nicht mehr so häufig. Ich lasse einfach den Deckel drauf liegen und dann ist auch gut. So, wie sieht es hier aus? Habe heute hier noch nicht gereinigt. Entsprechend sieht das dann auch aus. Das ganze Heu haben sie aufgegessen. Das Wasser ist immer eingesaut, weil die laufen hier ständig herum. Und da treten die bestimmt rein. Dann fällt dies und das da rein und sowieso alles eingefroren hier. Nun gut, nun gut. Gehen wir mal weiter hier. Zack. Hier haben wir unseren Guten. Sei gegrüßt, mein Lieber. Er genießt die Sonnenstrahlen neben dem ganzen Eis. Hier taut das auch schon so ein bisschen auf. Hier haben wir so eine feuchte Stelle sozusagen. Zack, schön weich. Ein sehr gutes Fell haben die Kollegen hier, die blauen Wiener. So, das Heu ist da gar nicht so. Alles ausgekippt. Ne? Immer wenn ich sauber mache, wird ausgekippt. Unten ist er ganz nass. Ich schätze mal, dass er hier so ein bisschen dran gewesen ist. Hier, seht ihr? Zack. Die graue Hesin. Da haben wir unsere gute Dame hier. Wasser, alles gefroren.
Auch hier alles ausgekippt. Heu ist sie nicht ganz so der Fan von, aber ich habe sie schon das ein oder andere Mal tatsächlich auf frischer Tat ertappt, wie sie hier genüsslich an dem Heu gegessen hat. Die gute, das Fell fühlt sich auch schon ein bisschen anders an als bei dem blauen Wiener. Die gute hier. Aber auch das ist schön weich hier. Die gute, die sind schön warm. Ne? Die halten ordentlich was aus an Kälte. Die Kaninchen, das glaubt man immer gar nicht. Gar nicht zu vergleichen mit uns Menschen. Wir frieren ja hier schon. Wir hatten heute Morgen bei uns hier minus 6 Grad. Also das war schon ordentlich. Zack. Hier muss ich auch mal bald so ein neues Ding hier einbauen. Aber diesmal auch wieder aus Metall. Ich denke, ich werde jetzt erstmal grundsätzlich nur noch aus Metall kaufen. Guck mal, die ist größer als die, oder? So wirkt es zumindest. Was meint ihr? Kurzer Vergleich. Ja, könnte schon hinkommen. Ja, darum versteht man wahrscheinlich, dass sie mit den frühen Tagen angefangen hat, ihre Kindlein zu disziplinieren. Denn die werden bestimmt größer als sie hier. Ich denke, die kommen hier, die beiden, wohl nach Vaters Seite. Ne? Ihr Vater ist ja Nummer 1. Und sie hat letztes Mal, als ich sie gewogen habe, 5,5 Kilo gewogen. Und Nummer 1, der wiegt ja schon locker über 6. Ich meine, 6,3 Kilo war das. Guck mal, was die hier machen. Ich hoffe, die will mich nicht beißen hier. Gute. Ja, ein bisschen knabbern tut sie schon. So, die sind jetzt so alt. Ich blende es jetzt mal ein. Guck mal, was die hier macht. Die will an meiner Jacke rumknabbern hier, die gute. Sehr schön. Äußerst positiv zu bewerten hier. So, unser gegrüßt kleines Kaninchen. Ja, ich habe hier tatsächlich nicht ganz so viel Zeit investiert. Man merkt es, ne? Die sind nicht ganz so maximal zutraulich. Die haben schon Interesse, aber dann auch wiederum nicht. Die kleinen Guten hier. Also die sind jetzt so alt. Ich blende es jetzt mal ein. Von denen werde ich diese Dame hier behalten. Hier sind ja bis auf 2 alles Weibchen, also das war echt ein sensationeller Wurf hier. Ich meine, so ein geschecktes und ein dunkles, das sind Männchen. Alles andere sind Weibchen und die allesamt werden in den Verkauf gehen, bis auf die eine da hinten, die Havanna-farbige. Ich denke, die werde ich wohl schön behalten, schön in meinen Standardbestand mit aufnehmen hier. So. Wie sieht es hier aus? Guckt euch mal an, was die hier machen. Ich habe gerade hier sauber gemacht und schon verwühlen sie alles hier. Alles fliegt hier durch die Gegend. Sogar Fell haben die sich schon rausgerissen hier. Also es scheint, dass die hier irgendwie Konflikte miteinander haben hier, die Guten. Eigentlich auch recht hübsch, besonders sie hier, finde ich. Sie behalte ich ja sowieso, aber die beiden, denke ich mal, die werden hier nicht in den Bestand mit aufgenommen, in den Standardbestand. Aber nun gut. Ja, also die haben sich hier schon was rausgerissen. Also es funktioniert nicht so gut mit dieser Gruppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die sind seit Tagen schon, also eigentlich schon fast seit 2 Wochen hier in Gange und kämpfen jeden Tag. Ne? Jeden Tag ist hier immer irgendwie was los. Man hört das morgens, mittags, abends, wie die hier herumlaufen und irgendwie irgendwas am Klären haben, sage ich mal. Von daher denke ich, dass bald der Zeitpunkt kommen wird, wo ich die so ein bisschen auseinander dividieren werde. Sie sind jetzt aus Mai, sind sie. Ich meine, am 12. Mai sind sie geboren. Von daher wären sie jetzt knapp 7 Monate alt. Das ist so das Alter, womit ich das dann versuchen werde, sie zuzulassen. Also sie hier definitiv. Und wir müssen mal schauen. Also ist jetzt noch nicht in den nächsten Tagen geplant, aber so, dass das in naher Zukunft irgendwann mal angegangen wird. Ne? Alles in Ruhe. Ganz gespannt. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was mit den 3 unten schon heute vorgestellten Kaninchen passieren wird. Denn ob sie schwanger sind oder nicht, laut Prüfung hat keine von denen den Rammler rangelassen. Was ja aber auch nur ein Indiz ist. Ne? Müssen wir mal schauen, was dann letztendlich passiert.
Ja, ich denke, wir sind wieder mal an den Punkt gekommen, wo ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.